Das sieht aus wie ein Secret. So, dann fliegen wir einmal über Brookhaven im Winter. Was ist denn hier los? Oh, die Polizei. Oha. Alter, das ist ja krass. Was läuft? Leute, herzlich willkommen mal wieder im Brookhaven heute mit Danja. Und Danja, direkt mal eine Frage. Wie lange ist es her, dass du hier im Brookhaven warst? Ja, schon eine Weile her. Schon eine Weile her, oder? Ich war letztens da und am gleichen Tag ist natürlich ein Weihnachtsupdate gekommen. Aber ich war ja noch perfekt vor dem Weihnachtsupdate da. Mhm. Aus dem Grund dachte ich, hey Danja, du kannst ja auch erstmal gerne hier drauf reagieren. Und dann, ja, schauen wir mal. Hier steht es wieder. Frohe Weihnachten und frohe Feiertage. Wir reagieren sozusagen, oder du dann, ja, darfst auf das Weihnachtsupdate und einfach Brookhaven im Allgemeinen reagieren, weil jetzt ein bisschen was geändert. Okay. Bis auf das Weihnachtsupdate. Was siehst du direkt, was dir auffällt? Ja, der Weihnachtsbaum natürlich. Ja, aber der ist ja jedes Jahr da. Ja. Also es geht jetzt nicht nur um das Weihnachtsupdate. Das Weihnachtsupdate ist klar, hier sind Weihnachtsbäume, Geschenke und Dekoration. Ah, der Schlitten ist wieder da. Ja. Und guck mal, das ist deiner. Oh, das ist jetzt ein Burgerschuppen. Ja, Burgerbahn. Das ist anscheinend etwas, was es ganz früher mal in Brookhaven gab. Mhm. Das ist remastered und es ist halt ein neuer Burgerladen. Guck mal, hier gibt es auch endlich Dr. Pepper. Ich liebe Dr. Pepper. Weißt du das eigentlich? Aber warum gibt es denn hier Chessy Burger? Wo steht das? Ganz oben. Chessy Burger. Ach so. Statt Cheeseburger. Ja, vielleicht hat man sich einfach nur verschrieben. Okay, also anstatt dem Diner gibt es jetzt dieses Burger-Restaurant gerade mit dem Weihnachtsupdate. Aber es ist alles gleich geblieben. Es gibt auch ein Drive-In. Bild. Hier ist ein komisches Bild, Kahn. Ein bisschen aus wie Brokkoli oder ein Elefant oder ein Löwe. Nee, das ist kein Löwe. Ich weiß nicht, was ist. Das sieht aus wie ein Secret. Okay, könnte natürlich auch sein. Kann man da drauf drücken, Danja? Nee, nicht so richtig. Kann man nicht. Man kann auch nicht durch. Hm. Warte mal kurz. Wahrscheinlich vorher irgendwas anderes aktivieren. Bei mir buggt auch Brookhaven gerade extrem. Okay, was ist das Problem? Ja, es hängt halt voll. Okay. Leute, falls ihr meine Facecam nicht sehen könnt, ich sag's wie es ist. Ich habe meinen Akku verloren und dementsprechend ja. Mein Kamera-Akku und dementsprechend kann ich gerade nicht mit Kamera aufnehmen. Okay, Danja, komm, dann gehen wir mal auf den Schlitten. Ja, und fliegen ein bisschen rum. Ich zeig dir jetzt, was es so neu gibt. Ich finde es ja gut, dass der Schlitten jedes Jahr wieder kommt. Das gibt mir so ein bisschen Konsistenz im Leben. Ja, finde ich auch. So, dann fliegen wir einmal über Brookhaven im Winter. Also warte, ich kann auch, stopp. Ich kann ja auch noch Schnee einstellen, dann sieht es noch besser aus. Denn es ist wirklich weihnachtlich hier. Jetzt mal, natürlich den Schneesturm eingestellt. Ich glaube, den kannst du ausschalten. Ja, das ist ein bisschen zu viel. Den mache ich mal aus. Aber da gibt es bestimmt auch so richtig coole Shader, die man hier drüber werfen kann, wo das richtig gut aussieht. Also ich wollte jetzt eigentlich keinen Schnee. Ich wollte jetzt Schnee, aber nicht diesen Schneesturm gerade. Ja, ist aber auch sehr akkurat, Kahn. Ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir irgendwo hinfliegen und es ist ein Schneesturm, ne? Okay, okay, so. Okay, Danja, so. Das sieht doch jetzt richtig weihnachtlich hier aus, finde ich. Ja, schön. Ja, doch. Ui, warum hast du denn diesen echten Himmel eingestellt? Sieht ein bisschen cursed aus immer. Habe ich? Ja, so echte Wolken. Ja, ist nicht schlimm. Dann machen wir das heute mit echten Wolken. So, Danja, was ist das Erste, was dir auffällt hier bei der Polizeistation? Oh, die ist auch überarbeitet. Da gibt es jetzt eine zweite Etage. Und die ist auch vom Look her komplett neu. Die ist voll modern. Guck mal. Das ist ja richtig heftig. Was ist denn hier los? Oh, die Polizei. Die haben plötzlich Geld gefunden. Uiuiui. Kann natürlich auch sein, dass die Agency das weiterhin auch mitfinanziert. Weißt du, was ich mich frage? Gab es beim Weihnachtsupdate nicht auch immer so, dass man Geschenke einsammeln konnte? Oder war das nur an Ostern so? Ich glaube, Weihnachten war das actually auch immer. Okay, also, das ist das erste große Gebäude, was geupdatet wurde. Und dann schau mal Richtung Krankenhaus und Schule. Boah, haben die alle Updates bekommen? Die Schule hat ein Update bekommen und auch das Krankenhaus hat ein Update bekommen dann, ja. Heftig. Alle jetzt in dem Weihnachtsupdate? Nein, das war schon vorher, Also diese drei. Und dann gibt es bei der Bank noch ein Update. Das finde ich am coolsten, ne? Und da gibt es auch ein paar Häuser. Die zeige ich dir auch gleich. Also ich hab schon gesehen, aber ich dachte, wir schauen uns das mit dem Weihnachtsupdate mit dir gemeinsam an. Es ist noch alles da, was vorher hier drin war, Danja. Der Look wurde einfach nur angepasst. Aber die Funktion, ob jetzt neue Secrets dazugekommen sind, kann ich dir nicht sagen. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass oben das Labor auch noch da ist. Ja, der Secret Room hier ist auch noch hinter dem X-Ray. Richtig. Und hier sind jetzt so überall elektrische Türen. Das ist richtig cool. Interessant, ey. Hey, warum ist denn jetzt der Schnee weg? Ich wollte den Schnee noch haben. Okay, Danja, wo bist du? Bin krank. Todessterbenskrank. So, und dann
Und dann bin ich jetzt mal gespannt, was du zur Schule sagst. Mhm. Und da meinst du, das ist das Beste? Ich dachte erst das Schlechteste, aber dann bin ich in die zweite Etage gegangen und das hat mir sehr gut gefallen. Also komm mal in die Schule. Boah, ich sehe da schon was. Alter, das ist ja so Abiball-mäßig in der Aula. Oder wie heißt das Ding? Nicht Aula. Sporthalle. Ja, aber das konntest du ja vorher auch schon ändern. Hä, wirklich? Das wusste ich nicht. Ja, du kannst auch den Pool und so, kannst du doch auch hier hinpacken. Was? Das wusste ich nicht, Kahn. Das ist noch nicht lange so. Das ist schon seit Monaten so. Das haben wir schon vorher gesehen dann, ja. Ja, ich war ja auch seit Monaten nicht hier. Du hast das vielleicht gesehen, ich nicht. Ja, also man kann die Turnhalle kann man umändern. Guck mal, hier kannst du Konzerte und sowas machen. Wie cool. Aber das gab es schon vorher. Das ist jetzt nicht gekommen. Also der Look hat sich halt natürlich, es hat alles sich so ein bisschen modernisiert in der Schule. Dress to impress, krieg ich 5 Sterne oder nicht? Ja. Das ist okay dann, ja. Du darfst ruhig singen. Alles gut. Danke. Ja, nice hier auf jeden Fall. Aber, boah, ey, ich sag's dir ehrlich, die Kamera kommt nicht ganz klar bei mir mit dem Ding. Also nicht meine Filmkamera auf dem Gesicht. Ja, warte, wohin gehst du denn raus? Komm mal mit. Achso, Entschuldigung. Ich dachte, das ist schon das hier. Nein, guck mal, die Klassenräume sind jetzt viel besser geworden. Guck mal, es gibt jetzt auch so einen Science-Raum, so einen Chemieraum. Mhm. Also die Räume sind jetzt richtig gut geworden. Die Aula ist gleich geblieben. Aber oben, die zweite Etage, hat sich komplett verändert. Und zwar war das ja komplett offen. Aber guck mal, es gibt jetzt ein Musikstudio. Das finde ich cool, ja. Mhm. Finde ich sehr, sehr gut. Dann gibt es hier noch einen Nachsitzraum. Ja, richtig so. Es gibt ein Lehrerzimmer. Mhm. Dann gibt es ein Kunstzimmer. Hä, hey, ist auch schon wieder so ein komisches Bild. Ja, ich weiß, habe ich schon gesehen. Sind überall da safe, ist da irgendwas damit, ey. Das ist safe irgendein Secret. Stimmt. Warte mal, hier kann man sich Kaffee ziehen. Ja, natürlich, du bist im Lehrerzimmer, also bitte. Ja, true. Und hier ist so ein Kunstraum. Okay. Also, finde ich, fand das erst so, dachte ich so, hat sich ja gar nicht, also sah erst gar nicht gut aus. Ich fand den alten Look besser. Aber jetzt auch mit der zweiten Etage fand ich das wirklich sehr, sehr stark dann, ja. Ja, ich finde, es sieht auch sehr cool aus. Okay, also das heftigste Update ist aber, finde ich, meiner Meinung nach, in der Bank. Ah ja, stimmt, da meintest du, das ist wohl krass, ne? Ja, also das finde ich, da gibt es auch Secrets und die habe ich noch nicht mal alle rausgefunden, ne? Aber das ist mit das heftigste, finde ich. Okay. Ah, guck mal, der Klamottenladen hat sich jetzt auch verändert. Oh ja, der sieht jetzt endlich mal ordentlich aus. Den fand ich. Guck mal, es gibt auch eine Umkleidekabine. Ja, neues. Gut aus, ne? Ja, auf jeden Fall. Das sieht alles ein bisschen moderner aus. So, und wenn wir jetzt in die Bank reingehen, fällt jetzt erstmal bis auf den Look nicht so viel auf, bis auf, es gibt jetzt einen Aufzug dann, ja. Oh. Dafür brauchst du diese weiße Karte hier oder graue. Mhm. So, dann kommst du hier rein, dann musst du einmal hier nach unten. Aha. Du bist aber nicht unten. Achso, ich muss das auch machen. Kann ich den hier nach unten drücken? Du musst auf die Seite mit der Karte einfach in die Seite rein. Ja, also, es gibt unten noch einen riesigen Tresor. Ja. Der auch noch mit Laser und so gesichert ist. Cool, was passiert aber, wenn ich da durchgehe? Ja, geh mal durch. Dann landest du wieder hier vorne. Du kannst hier die Laser, die kannst Alarm. Du umgehen. Die kannst du umgehen, also indem du einfach nicht in die Laser springst. Ja. Und dann gibt es hier Gold. Und dann kannst du auch, du kannst dich hier zwar reinglitschen, aber du kannst das Gold nicht mitnehmen. Schade. Ja, da gibt es auch Diamanten und unten in diesen großen Tresor komme ich gar nicht rein. Schreibt bitte nochmal in die Kommentare, wie das geht, weil hier ist so ein Schlüssel. Ich weiß aber nicht, wie man an den Schlüssel kommt. Hier gibt es einen Geheimgang dann ja hier drüber. Ja. Aber auch der ist mit Lasern. Boah, hier wurde echt was gemacht, du. Und auch wenn du da durchläufst, ne, ja, geht der Alarm los und du landest wieder da vorne. Also sehr, sehr starkes Update, muss ich sagen. Ja, ich bin auch total geflasht. Also ich finde, es sieht sehr cool aus. Ja, ich war ja seit 5000 Jahren nicht hier, aber ich finde es gut, dass da mal was gemacht wurde. Ja, auf jeden Fall. Und damit gibt es auch wieder ein paar Secrets. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, hier gibt es jetzt richtig viele Secrets. Ich frage mich nur, ob die das endlich mal mit diesem Portal aufgelöst haben. Ich glaube noch nicht. Da habe ich noch nichts gesehen, nein. Okay. Okay, dann teleportieren wir uns mal zu den Häusern dann. Ja, kommen wir zu Haus 16. Hier ist doch safe irgendwas. Hier ist so ein Dingsraum. Ah ja, hier kann man, glaube ich, eine Axt einsammeln. Ja, kann man. Die Axt was kaputt schlagen. Ja, kann man. Hier ist so ein Nebenzimmer mit so einer Axt und so einem Wischmopp. Hä, hey, warte, ich komme noch mal zu dir. Vielleicht kannst du damit den Schlüssel. Guck mal, ob du den Schlüssel einschlagen kannst damit. Da ist ja so ein Glas. Nee. Guck mal, ob das geht. Nee, geht nicht. Geht nicht. Es gab aber doch. Warte. Hier ist irgendwo. Komm mal mit. Wo war der Wischmob? Du warst doch gerade da drin.
Man kann den halt nicht einsammeln, aber eine Axt. Achso, das war in einem Haus, alles gut. Ach so. Dann komm mal zu Haus 11 oder 16. Komm mal zu Haus 11. Es gibt ja auch ein paar Häuser. Das eine Haus, wo wir unten im Keller die ganzen Secrets gemacht haben, das hast du ja mitbekommen. Ja, glaub schon. So, dann gibt es zum Beispiel so ein Lagerhaus, was extrem cool ist, weil unten gibt es so ein Hauptquartier. Und zwar zeige ich dir mal, wie man da reinkommt. Komm mal hier mit rein. Also sieht erstmal aus wie ein stinknormales Lagerhaus. Ja. Aber wenn du jetzt Folgendes machst, hier diesen Wischmob einmal drauf drückst, dann geht das hier hoch. Oha, und dann kommt man da. Und dann kommt man nach unten in ein Hauptquartier. Oha. Und wahrscheinlich gibt es hier auch nochmal Secrets, weil wenn ich in den Freecam-Modus gehe, sieht man, dass es hier so, ja, verschiedene Sachen noch gibt. Alter, das ist ja krass. Also wirklich sehr, sehr cooles Haus, finde ich. Ja. Gibt es auf jeden Fall schönes Zeug. So, das dazu. Dann haben wir noch Folgendes Haus. Also wir haben viel verpasst in Brookhaven auf jeden Fall. Wir waren ja auch sehr, sehr lange nicht da. Voll, ja. Wirklich viel verpasst. Die Burg haben wir schon gesehen. Das hast du schon gesehen. Genau, ich glaube... Genau, ich habe ein Haus gefunden, was dann ja perfekt für dich ist. Es ist, glaube ich, es wird dein Haus. Ein Schloss? Guck dir das mal an. Oh ja, das ist sehr, sehr schön. Mit integriertem Pferdestall. Oh, das ist dann wirklich sehr, sehr schick. Also es sieht hier drin schon sehr schön aus, aber du kannst auch direkt hier in den Stall kommen. Nice. Und der Safe ist auch sehr, sehr gut versteckt hier. Und zwar ist der Safe hier unten hinter den Kartons und da musst du dich nach unten fallen lassen. Ah, wow, nice. Sehr, sehr stark, oder? Ich glaube, das ist so, cool. Das könnte genau dein Haus hier werden in Brookhaven. Ja, schon. Kann ich mir vorstellen. Also vielleicht kannst du dich auch so ein bisschen Star Stable Haus und hier oben vielleicht ein bisschen größer. Aha. Aber hier oben, guck mal, das Schlafzimmer auch mit, guck mal, auch mit deinem Schminktisch. Hier ist sogar ein Schminktisch. Also ich glaube, das wäre genau dein Haus dann, ja. Hier oben sieht es auch fast schon ein bisschen aus wie bei mir im Haus. Ja, stimmt. Ja, außer es ist nicht so chaotisch. Ja, es ist ja nicht immer so schlimm. Nice. Aber ich glaube, das waren die Häuser. Ich glaube, ein Haus war noch dabei, was du noch nicht kanntest. Muss mal schauen. Aber das mit dem Pool, da haben wir ja schon Hide and Seek gemacht. Ich kann ja einfach mal gucken. Ja, vom Dings her. Ich glaube, das Haus ist noch eins gewesen, was du bisher noch nicht kanntest. Oder? Doch, das kannst du auch schon. Das Haus musst du auch schon kennen. Nee, ich glaube, alle, die hier sind, kenne ich. Ja, wobei, ich glaube, das noch nicht dann, ja, das, was ich gerade gebaut habe. Also hier drin, das kommt nicht, mir... Ja, die sind auch nicht sortiert nach neu oder alt. Da sind safe. Nein, also das Haus, was ich gerade gebaut habe, das müsste neu sein. Das kennst du auch noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal schon gesehen habe. Ich glaube nicht. Nein, das kennst du auch noch nicht. Guck mal, hier sind auch schon wieder so komische Bilder. Ja, vielleicht sind das die neuen Bilder hier. Kann sein, weiß ich nicht. Hm. Ich rieche da ein Secret. Ja, ich glaube auch. Das ist alles ziemlich komisch. Es hat auch irgendwelche Symbole. Ja, könnte sein dann. Ja, könnte sein. Könnte auf jeden Fall sein. Ja, was sagst du bisher zu Brookhaven? Also, es hat sich wieder ein bisschen verändert, ein bisschen angepasst. Ja, Bild. Gefällt es dir in Anführungszeichen besser oder sagst du, ja, interessiert mich eigentlich nicht? Oder sagst du, das alte war besser? Also ich finde natürlich, es sieht jetzt neu besser aus. Also, ich finde es auf jeden Fall cooler. Ach ja, und es gibt jetzt einen Autohändler, richtigen Autohändler. Cool. Also, der ist da bei der Werkstatt. Ich finde es ein gutes Update, was da gekommen ist. Gefällt mir. Ja. Ich verstehe nur nicht so richtig, warum ich keine Weihnachtssachen einsammeln kann. Ja, ich weiß auch nicht, ob es das gab. Ich bin mir halt nicht sicher dann, ja. Ich hätte gedacht schon, aber vielleicht erzähle ich auch Quatsch. Kann auch sein. Ja, und was, wenn ich dir jetzt sage, dass das gar nicht das originale Brookhaven ist? Das ist aber Brookhaven. Was, wenn ich dir sage, ist nicht das originale Brookhaven? Ja, dann würde ich sagen, dass du halt lügst. Und das stimmt, ja, es wäre gelogen, ja, weil das ist das originale Brookhaven. Ja, aber netter Versuch, Karl, netter Versuch. Ja, also ich finde, so winterlich ist vollkommen okay, es sieht schön aus. Sind viele Lichter jetzt halt auch dabei. Guck mal, oh, abends sieht das noch schöner aus, finde ich. Weil diese Lichter dann auch reflektieren auf dem Schnee. Mhm. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ja, ist auf jeden Fall nice geworden. Oh, ach ja, warte, stopp. Der Supermarkt hat sich auch verändert. Ey, sorry, tut mir leid. Der Supermarkt hat sich auch verändert. Also es gibt keine neuen Sachen, die man einsammeln kann. Aber es sieht halt im Layout und so ein bisschen neu aus. Hinten gibt es noch einen Lagerraum. Es ist alles wirklich hochmodern mittlerweile in Brookhaven. Also ich sehe dich hier eigentlich schon mal wieder so 4-5 Stunden Secrets hunten in dem Spiel. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe geguckt bei den anderen, ob da jetzt wirklich was Neues da ist, aber es gibt noch nicht den Hype, wie damals, wo das Secret-Update kam. Das kam jetzt nicht. Steht aber auch, dass das halt kein Secret-Update ist oder so. Okay. Hier oben wurde ein Burgerladen entfernt. Der ist halt, wie gesagt, jetzt dahin transferiert worden. Mal gucken, ob der über Weihnachten hinaus bleibt. Ich glaube nicht.
Ja, Leute, ja, das war nice. Danias Reaction auf das neue Brookhaven. Ja, danke, dass du mir Brookhaven das mal gezeigt hast. Dass du auch ein bisschen auf dem Update bist. Ich meine, das machst du ja bei Dress to Impress immer wieder für mich. Ich dachte, im Brookhaven kann ich das mal für dich machen. Danke. Aber ja, das ist das neue Brookhaven für Danja. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Und dann, Danja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.